Tag Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Sniper Ghost Warrior. Das ist Part 9. Im letzten Part sind wir hier in den Haus stehen geblieben. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter. Und da sind schon ein paar Gegner. Müssen wir aufpassen, dass wir denen nicht in die Arme rennen. Und ich sehe gerade, wir haben wenig Leben. Kann man auch vorstellen, weil wir sind im letzten Part ja ziemlich krass auf die Fresse geflogen. Und ich hoffe, das waren die einzigen beiden. Und die Sniper wäre zu laut gewesen, deswegen habe ich meinen Schalldämpfer genommen. Also meine Pistole. Geh mal da hoch, vielleicht liegt hier irgendwo ein Medikit, das wäre schön. Ne, leider nicht. Nein, da auch nicht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich mir eins nehmen soll, aber ich glaube, ich nehme schnell ein Medikit. Ich hoffe, wir finden noch. Hier Razor 6-4. Der Turm ist in Sicht. Ich rücke vor. Roger, Razor 6-4. Melden Sie sich, sobald Sie in Position sind. Geht klar. Ich hoffe, ich finde noch ein Medikit unterwegs. Und nicht, dass ich die alle übersehe. Ist das nicht der Leuchtturm, in dem wir letztens waren? Also, wo wir da noch den wunderschönen Vulkan gesehen haben? Nee, ich denke nicht. Sehen für mich alle gleich aus, alle Leuchttürme. Naja, ich glaube, hier brauche ich gar nicht schleichen, also gehe ich jetzt mal. Wir müssen hier da rein, ne? Ja, passt. Bin in Position. Verstanden, Razor 6-4. Schaffen Sie Platz für Delta 3. Machen Sie ihnen den Weg frei. Bestätigt, Mother 2. Ich lege los. Geht klar. Ich wollte mal einen Gegner knifen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie in dem Let's Play einen geknifed. Ich glaube, nicht mal, wie ich das allein gespielt habe, habe ich ihn geneift. Ah, hier ist ein Geheimnis. Nehmen wir mit. Oh, guck mal, ein Papagei. Sieht ziemlich schön aus. So, die Standard-Papagei. Naja. Geht's noch weiter hoch? Nee. Ich habe immer Angst, dass hier irgendjemand in der Ecke ist. Okay, ist aber niemand. So. Hier liegt Munition. Unten ein Sniper. Ist das die gleiche, die wir haben, oder eine mit Schalldämpfer? Wir weisen Ihnen Ihre Ziele zu. Halten Sie die Augen offen. Ist mir ein Vergnügen. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Okay, das sind unsere Kameraden. Die beiden Gegner bei diesem Jeep. Eliminieren Sie sie. Die da. Oder nur einen. Ah. Sehen Sie die beiden Gegner bei dem Jeep? Schau ich einen Double Kill oder war das schlecht gezählt? Nee, sogar ein Double. Geil. Überleg mir gerade, ob das vielleicht eine bessere Snap ist, aber vielleicht ist es das rote Gebäude im die gleiche. Schießen Sie, sobald Sie bereit sind. Den? Naja. Ich hoffe, das war der. Aber ich denke schon. Noch zwei hinter dem Truck. Sorgen wir mal für ein wenig Ablenkung Upsi. Bei unserem Rückzug. Hinter dem Truck, er meint also den wahrscheinlich. Ja. Ich gar nicht treffe. Ich sehe auch das Ziel, also diesen roten Punkt nicht. Ah, scheiße. Na gut, das war richtig schlecht von mir gerade, muss ich zugeben. Aber ich habe auch danach den Punkt gar nicht gesehen. Diesen kleinen roten Punkt, den man ab und zu sieht. Ist mir ein Vergnügen. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Schauen wir zu, wie die. Achso, ah, schade. Haben wir gar nicht gesehen. Die beiden Gegner bei diesem Jeep. Eliminieren Sie sie. Wir klar warten, bis er wieder vor ihm steht, damit wir wieder ein Double machen können. Warten. Sehen Sie die beiden Gegner. So, ich hoffe, das wird jetzt wieder ein Double. Jawohl, oder? Ja, gut. Dachte kurz, das wäre nix. Okay, da kommt einer raus, genau. Das rote Gebäude im Erdgeschoss. Schießen Sie, sobald Sie bereit sind. Oh, okay. Diesmal keine Zeitlupe. Noch zwei hinter dem Truck. Sorgen wir mal für ein wenig Ablenkung bei unserem Rückzug. So.
Gott sei Dank. Ich übersehe den roten Punkt andauernd oder ist ab und zu weg. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal dann in der Aufnahme nachschauen. Jawohl. So. Ah, na kommt. Bewegt sich. Oh. Wir haben den Laster. Decken Sie unseren Rückzug. Geht klar. Laufende Ziele, Mann. Oh, okay. Das war ich nicht, aber danke, derjenige, der das in die Luft gesprengt hat. Eine Straßensperre! Schalten Sie sie aus! Ich bin schon gerade dabei, die Gegner dazu. Wir könnten hier Hilfe brauchen! Räuser fliegt vor! Mach ich ja, warten Sie! Sollte gleich vielleicht herauszoomen. Ich muss nachladen. Danke. Ja, nicht auf dem Dach. Auf welchem Dach ist? Seht ihr, kommt da. Auf dem Dach! Feuer! Ah, das ist blöde Fass. Endlich. Ist da noch jemand? Nee. Was? Neutralisieren Sie die Gegner und machen wir uns den Weg frei. Ich bin schon dabei. Ich sehe die Idee kommen nur. Was ist das? Hier nur, dass sie angegriffen werden, aber nicht von wo? Hier? Auf der Straße! Schalten Sie sie aus! Muss ich mich vielleicht umpositionieren oder so? Auf der hier hat jemand was. Machen Sie sie fertig! Ah, da! Mann, ich habe ihn doch getroffen, man hat das Blutspritzen gesehen. Hä, wer schießt noch auf die? Hallo? Bangst, dass ich runterfliege. Hier sind alle tot. Es wird hier irgendwo sein, oder? Muss ich dort runter jetzt? Ich weiß nicht. Ich gehe mal dort runter. Ich hoffe es. Vielleicht bin ich auch total falsch, aber... Ich weiß nicht halt genau, was ich machen muss. Vielleicht habe ich von hier auch eine bessere Sicht, Freunde. Aber was ich auch nicht glaube. Okay, hier lang. Ich dachte schon, hier geht's gar nicht, oder geht's hier überhaupt gar nicht? Wenn's hier nicht geht... Ja. Mission fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gestorben bin, weil ich runtergeflogen bin, aber ich glaube, er ist ja schon davor gestorben, ne? Wie schön, Sie bei uns zu haben, Razor 6. Ich weiß nicht, ich habe da gerade keine gesehen. Ich weiß, vielleicht bin ich blind. Dann werde ich mir mal eine Brille besorgen. Ich bin bereit, wenn ich die da nicht über, wenn ich die nicht gesehen habe, aber die so leicht zu sehen sind. Die beiden Gegner bei diesem Jeep. Eliminieren Sie sie. Geht klar. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die gesehen habt. Okay. Das rote Gebäude im Erdgeschoss. Schießen Sie, sobald Sie bereit sind. Ah, hier, so. Direkt in die Brust. Zwei hinter dem Truck. Sorgen wir mal für ein wenig Ablenkung bei unserem Rückzug. So, jetzt warten wir, bis er sich zu seinem Kumpel stellt. Damit wir die schneller hintereinander töten können. Tag und Tag. Gute Arbeit! Und dort hinten kommen jetzt zwei vom Boot aus. Oder? Schnell! Ja. Eliminieren Sie sie! Gute Arbeit! Oh. Okay. Gut. Hier kommen jetzt drei Leute rausgerannt. Dann kommen sie hier hin und werden hier in den Magnol genommen. Ah ja, genau. Die Explosion. Na, das ist ja schön. Eine Straßensperre! Schalten Sie sie aus! Ah, ich kann nicht rumzielen. Ich steh mal auf, so. Komischerweise konnte ich ihm gehofft nicht runterzielen. Ah, den habe ich nicht erwischt. Oh!
Sogar ein Headshot. Aber ich wollte nicht nachladen, ich wollte das nur irgendwie überspringen. Kann man das überhaupt überspringen? Ich kann nicht. Ah komm, haben wir gerade die Stahlseile geschützt oder? Hier auf dem Dach noch jemand? Nee. Hier sind zwei. 11 Uhr ist wahrscheinlich da. Wahrscheinlich sogar. Neutralisieren Sie die Gegner und machen wir uns den Weg frei. Ich versuch's. Ich sehe hier halt. Ist das irgendein Fehler oder? Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Das auf der Straße! Schalten Sie die aus! Genau, hier, die auf der Straße, meint der doch momentan. Auf der Straße sind Gegner! Schau! Ich habe ihn doch getroffen. Man hat ja selbst das Blutspritzen gesehen. Komischerweise, naja. Ah, dort hinten, oder? Ja, Tatsache, Mann, ich bin ein Idiot. Naja, gut. Alle guten Dinge sind zwei, bei mir meistens. Aber die Animation dauert auch nicht. Die Checkpoint erreicht, okay. Ich habe zwar nur einen von denen getötet, aber konnten entkommen dadurch. Warte, ich möchte die hier noch töten. Hier. So, die Position wechseln. Jetzt, dann müssen wir die Position wechseln. Ah, darunter sein, okay. So, hier lang. Und Checkpoint erreicht. Noch eine Straßensperre! Schalten Sie die aus! Bin schon dabei. Er hat uns gemerkt, aber wusste nicht genau von wo wir schießen. Lebt hier noch jemand bei der Straßensperre? Ja, hier. Ja, so. Okay. Das ist ein Hin- und Hergerenne. Oh, wir werden hier gesehen. Autsch. Ach, scheiße. Daran habe ich jetzt nicht geachtet, dass hier noch Gegner in unsere Quere kommen. Das war blöd. Okay. Wechseln Sie die Position! Los! Ja, aufpassen! Schalten Sie die Typen mit den Raketenwerfern aus, bevor sie uns reinigen! Wir haben ihn erwischt, jawohl. Ist noch einer? Letzter Schuss! Passt. So. Wahrscheinlich waren das die mit den Raketenwerfern, was er gemeint hat. Weiterer feindlicher Angriff! Er hat gesagt, hat netter Schuss. War grad. Ich dachte, es wäre ein Fernrohr, aber dabei war das der Raketenwerfer. Eine weitere Sperre! Erledigen Sie sie! Ah, hier oben. Ja, scheiße, sind wir nicht erwischt, bin auch nicht. Hier ist der rote Punkt, okay. Ja, ich mach schon alles, was ich kann. Passt. Und schon wieder die Position wechseln. Position! Wiederholen! Position wechseln! Also, hier wird einem echt heiß, wenn man hier hin und her rennt. Wir stehen unter schwerem Beschuss und brauchen Unterstützung! Soll ich jetzt dorthin rennen, oder? Ah, nee. Schalten Sie die Typen mit den Raketenwerfern aus, bevor sie uns das sind drei diesmal. Haben wir den erwischt? Nee. Warte, hier ist einer. Hier. Ah ne, hier war es sogar mehr als einer. Oder sind hier noch welche? Ne, ich denke nicht. Vielleicht schon, ich weiß nicht. Weiß nicht mal, wo unser Ziel überhaupt ist. Hier hinten, okay. Also ist unsere neue Position, wo wir hin müssen. Okay, wir wurden gerade angeschossen, glaube ich. Wir werden angegriffen! Helfen Sie uns!
Mann, wie viele Straßensperren die haben. Die mussten ja ihre ganze Armee. Wir können weiter. Jawohl. Sie die Position, um uns Deckung zu geben. Ah, da. Start können wir drücken, um die Zähne zu überspringen. Mann, sollte mal mehr lesen oder besser lesen. Ja gut, jetzt können wir weiter. Hoffe, hier sind keine Gegner. Sichert laden wir aber jetzt mal nach. Nehmt so sicher die Pistole. Weil im Nahkampf ist, glaube ich, ein Sniper nicht so schlau. Vor allem, wenn die Sturmgewehre haben. Ja, haben wir, aber die nicht. So, ich hoffe, hier sind alle tot. Dann können wir zum Ziel weiterrennen. Das ist eine richtige Renn- und Schießmission gerade. Ich bin schon dabei. Schnell! Wechseln Sie die Position! Mann, was denkt ihr, wie schnell wir bitte sind, dass er das ganze Zeug so schlagen? Schnell, schnell, schnell! Also ob nur bei ihm Gegner sind. Hervorragende Arbeit! Wir sind fast durch! Legt sie unter der Straße Sprengladungen und. Unter der Straße, okay. Und jetzt dann die Brücke sprengen. Schützen Sie sie, sobald wir vorbei sind! Geht klar. Hier so, Sprengstoff und hier Sprengstoff. Und wohin? Wahrscheinlich auch schnell, schnell, klettern Sie hoch! Hinten rein? Jawohl. Was? Mission fehlgeschlagen? Okay. Ich war drinnen und bin gestorben. Klar. Fahre mit Nummer 2 vor. Ankommen. Autsch. Ja, wenn ich hier stehen bleibe und sie abschieße, sterbe ich. Wenn ich hier hochrenne und in den Truck renne, sterbe ich. Mann. Muss ich sie abschießen? Ich weiß nicht. Ich denke ja, wenn ich stehen bleibe und sie abschieße, sterbe ich. Nummer 1 ist bereit. Fahre mit Nummer 2 vor. Boah, ne, ich glaub, bis ich die Leiter mal finde. Na gut, kein Wunder, wir haben ja kein Leben. Genau das war und wir sind gestorben. Wir sind. Naja. Man merkt, jeder Spiel hat seine Fehler. Okay, das ist auch ein älteres Spiel. Da darf es ruhig viele Bugs haben. Aber selbst die neuesten Spiele haben Fehler. Delta 3 und Razor 64 haben den Auftrag, den Abbau von Black 235 in der Anlage zu bestätigen. Außerdem müssen sie die Zivilisten befreien, die dort von den Regimetruppen zur Arbeit gezwungen werden, und die Mine zerstören. Während das Angriffsteam das Gebiet in einem gestohlenen feindlichen Laster infiltriert, leistet ihnen Razor 64 Unterstützung, indem er die Wachposten außerhalb der Anlage neutralisiert. Es ist soweit, Männer. Wir gehen schnell und präzise vor, damit wir Luft haben und schneller vorrücken können. Wells, Sie bereiten das Gebiet vor und schwächen die feindlichen Stellungen vor der Basis. Delta 3, wir haben anschließend das Vergnügen, den Rest dieser Arschlöcher da drin auszulöschen. Wir befreien die Zivilisten, identifizieren das Erz und machen diesen Ort dem Erdboden gleich. Scheitern ist keine Option. Geht klar. Wir Razor 64. Habe mich am ersten gegnerischen Wachposten von Delta 3 getrennt. Wurde noch nicht entdeckt. Rücke zu Overview 7-2 vor. Ist er alleine? Weiß nicht, sollen wir die abknallen? Ich denke schon, er ist alleine. Und wurde erwischt. Wieso denn nicht?
geht klar. Alles läuft nach Plan. Ah, hier ist die Mine anscheinend, in dem das Erz abgebaut wird. Wir haben gerade Nummer 3 in das Haupttor passiert. Schade. Wir haben doch lieber nicht die angeschossen. Ahnung, dass wir hier sind. Aber ich denke, niemand hat es mitbekommen. Oder eher gesagt, ich hoffe, niemand hat es mitbekommen. Ah, okay, wieder Checkpoint. Dann gehen wir weiter. So. Passieren den großen Bagger. Bringen den Bagger ein. Da ging's weiter. Hier ist nur ein Geheimnis, oder? Da geht's noch weiter. Wahrscheinlich ist das eh der richtige Weg, oder? Ich weiß nicht. Ja, anscheinend. So. Aber Overview 7. Okay, Checkpoint speichern. Tu erreicht. Warte auf grünes Licht für die Neutralisierung der Wachtposten. Mother 2, hier Delta 3. Wir haben ein Problem. Der Laster ist in einer verschlossenen Lagerhalle und wir sind noch drin. Wenn wir das Tor von innen öffnen, wird uns der Lärm verraten. Wir brauchen Unterstützung. Wiederhole, brauchen Unterstützung. Over. Bestätigt, Delta 3. Razor 64, Sie müssen das Lager infiltrieren. Der Standort von Delta 3 wird auf Ihrem GPS markiert. Schlagen Sie sich zu der Lagerhalle durch und öffnen Sie das Tor. Bestätigen Sie. Bestätigt, Mother 2. Ich mache mich auf den Weg. Out. Jetzt nicht, ob das das Schlauste ist, ja, alle abzuknallen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Einer ist doch weggerannt, oder? Hier. Wie die das immer überleben. Gut, wir haben eine schallgedämpfte Waffe, aber trotzdem. Heißt doch nicht, dass sie gleich eine Kugel in die Brust überleben. Oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mussten wir sogar alle abknallen, um hier überhaupt durchzukommen. Ich hoffe es zumindest. Müssen wir in der Dösenzone gleich von weiter weg. Ah, da ist ein Medikit. Das ist schön. So, mal schauen, ob hier noch ein paar Feinde auf uns warten. Fürs Raussuchen. Vielleicht? Ne, ich sehe nichts. Was ist das überhaupt? Hm. Okay. Greifen Sie nur an, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Das mache ich, keine Angst. Müssen wir hier, ja, hier hoch. Okay. Hier sind wie viele? Drei. Den können wir gleich töten. Boah, wie viel wir daneben geschossen haben. Tja, und mit diesen schlechten Skillshots mache ich hier jetzt einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, könnt ihr ruhig einen Kommentar hinterlassen oder einen Daumen nach oben, wie ihr wollt. Euer Shadow. Bis zur nächsten Folge. Ciao.